Manchmal benötigt man für eine Attraktion eine weitere. Besonders wenn sie repariert werden muss. Wie im Fall unseres Slingshots Mose Ride Freefall Tower. Hallo, bei uns ist wieder mal Arbeit angesagt. Slingshot leider technischer Defekt. Zylinder rausbauen geht nur, wenn wir umlegen. Für das brauchen wir einen Kran. Wir bauen ihn schon wieder auf, um den Slingshot zu stellen für euch. Jetzt könnt ihr mal gucken, was hinter mir abgeht. Da stellt sich ein Kran auf, da hat sich echt gewaschen. Das Ding kann sich sehen lassen. Das ist wohl wahr. Deshalb bekam er von uns den Spitznamen Transformer. Und weil man so einen Kran nicht alle Tage sieht, haben wir ihn uns für euch genauer angeschaut. Ich bin der Hampi Baumann von der Baumann Kran AG. Ich bin stetig hier im Condiland engagiert für gröbere Problemfälle, Revisionen, Reparaturen etc. Bei dieser Reparatur haben wir hier unseren größten Kran im Einsatz, den MK88. Der hat eine Ausladung von 45 Meter mit 2 Tonnen. Der tollste Moment für mich ist, wenn ich mit der Kabine in die Höhe gehe. Das ist für mich wie für die Kinder hier im Condiland der schönste Moment. Und auch den wollen wir euch nicht vorenthalten. Schon die Fahrt nach oben ist atemberaubend. Genauso wie der Ausblick. So sieht man das Condiland nicht allzu oft. Der MK88 ist einer der stärksten Kräne auf der Welt auf 4 Achsen, was die Ausladung anbetrifft. Mit 2 bis 2,1 Tonnen auf 45 Meter gehört er zu der oberen Liga. Einfach atemberaubend. So Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Aufbau vom Kran. Das war eine richtig coole Sache. Tja, Slingshot. Service hat er gehabt, natürlich, aber wie es im Auto passieren kann, wenn die Kontrollleuchte einmal aufleuchtet zwischen Service, heißt es in die Werkstatt. War er bei uns auch, denn dieses Teil hatte leider einen kleinen Fehler. Darum hat bei uns die Kontrollleuchte aufgeleuchtet. Zerlegen, in die Werkstatt, schauen wir, dass es wieder geht. Geht wieder. Darum müssen wir jetzt wieder aufbauen, weil damit ihr morgen wieder fahren könnt. Okay, bis bald. Tschüss, Hampi. Die Reise kann beginnen und dank des Superkrans steht der Mose Ride heute wieder da, wo er hingehört, inmitten des Condiland.